Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute mal etwas Abwechslung. Wir spielen Phasmophobia. Lang ist her, Jasmin. Kannst du dich noch erinnern, wie es geht? Nö. Gut, ich nämlich auch nicht. Wir müssen, wir müssen irgendwie. Wie klicke ich denn hier? Ah, ja. Ah, okay. So, wir müssen automatisch hinzufügen. Wäre ja ganz nice. Aber sind wir jetzt wieder bei Null oder was? Ja, ich denke schon. Gut, wir haben die gute Taschenlampe dabei. Auf jeden Fall. Kruzifix haben wir zwei. Thermometer haben wir auch eins. Ein Geisterbuch, IMF-Messgerät, Dots-Projektor. Können wir, sind wir in der Lage, noch ein Thermometer zu kaufen, dass jeder eins hätte? Keine Ahnung, was ist mal. Also eins habe ich, glaube ich, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das. Ich sehe das Thermometer nicht mal. Hinzufüge, das kriege ich gerade irgendwie nicht geschissen. Ich habe bei automatisch hinzufügen. Ja, aber wo? Bei Ausrüstung oder was? Ja. Feuerlicht 4. Haben wir die jetzt hinzugefügt? Ich mach mal hier. Ja, deswegen, das ist komisch hier. Die absolute Verwirrung wieder. Okay, ich kann ja schon mal eine Map bestimmen, ne? Wo wollen wir denn hin? Egal. Wollen wir erstmal nach Ridgeview? Ich glaube, ich habe keinen Thermometer, oder? Nee. Ausrüstungsliste. Ja, da steht aber kein Thermo. Doch, Thermometer. Okay. Okay, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir alles haben. Ja, müssen wir mal gucken. Oh, bin ich ja mal gespannt. Weißt du noch, wie das funktioniert, die Geister herauszufinden? Was sehr nice. Du musst mir das erklären. Wie läuft man nochmal? Mit F, ne? F ist vorwärts. What the fuck? Ja, wieso habe ich kein Licht? Oh, wow. Wow. Wir sind ja... Ja, gut. Es gibt eine Taschenlampe. Es gibt gar kein Thermometer. Okay. Was ist denn das? Geil. Aber ist das wie das Geisterbuch? Fügt man das denn hinzu, ey? Ja, müssen wir nächste Runde herausfinden. Wir haben 5 Minuten Vorbereitungszeit. Haben wir auf einfach? Oh Gott. Hier ist ein Thermometer noch. Wow. Das sieht aber ganz anders aus. Ist das hier? Als Ach, vorher. Du heiliger Bimbam. Das ist ja alles so altbacken hier. Wir müssen wahrscheinlich erst den guten Stuff kaufen. Offline. Ach, 4 Schallsensoren kannst du aufbauen. Gesamtaktivität ist gerade bei 0. Ja, logischerweise. Anschlüsse, siehst du? Hast du an Schlüsse gedacht? Ja, aber warum kann ich nicht aufmachen? Wieso habe ich gar kein Licht? Du kannst nicht aufmachen? Nö. Linke Maustaste. Also, oh. Ey, das ist aber voll kacke. Ich sehe ja gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ja, frag mich mal. Ich sehe nicht mal was mit der Taschenlampe. Ja, ob ich die hab oder peng. Guck mal. Ich nehme mal ein Knicklicht. Wow. An. Ja. Ja, das ist die schlechte Taschenlampe. Ich habe ein Knicklicht. Was beschwerst du dich eigentlich? Hier, ich sehe nicht mal, wo hier der Eingang ist, ey. Oh Gott. Wir hätten mal ein kleineres Haus nehmen sollen. Wieso krieg ich... Achso. Nee. Okay, haben wir Licht? Müssen wir Licht anmachen? Oh. Okay. Was ist denn das hier überhaupt? Ach, das ist hier. Ich mach mal erstmal überall ein bisschen Licht an, dass ich überhaupt was sehe. Ey, das wird ja bei der Geisterjagd, auch für die Zuschauer jetzt, wird das ja katastrophal. Ich habe hier durchgehend 5 Grad. Das steigt ja mega langsam. Okay, ich habe hier schon über 60 Fahrenheit im Zimmer. Hier gibt es nicht mal einen Lichtschalter. Ja, ich bin auch gerade am Suchen. Ist hier nicht auch ein... Na klar. Oh Gott, ich habe mich schon eben erschrocken wegen dem Ventilator. Ey, mein Schatten sieht man auch jetzt, hä? So, erstmal über... Ich will raus hier. Ich sehe doch nichts. Ich habe dich nicht über Discord gehört. Ich habe dich nur so gehört. Wir müssen das Licht wieder anmachen. Also Strom. Das ist ich ja jetzt. Raus.
Ich sehe halt nicht, wo ich bin. Du hast eine Taschenlampe. Können wir denn tauschen, dass ich die Taschenlampe kriege? Dann mach ich! Oh Gott, was war das? Du hast die Taschenlampe ausgemacht. Wo hast du sie hingelegt? Ah, da. Drop mal mit G. Ab? Okay. Wie hocke ich mich nochmal hin? genau, mit C. So. Geh mal das Licht anmachen. Oder den Strom. Nichts, ey. 0,0. Ja? War das eben Herzschlag oder habe ich den Geist gehört? Keine Ahnung. Hallo? Okay. Also Licht ist wieder da. Oh, ich habe ja... Doch. Okay, ich habe hier 20 Grad im Keller. Ich sehe nicht mal, wo bin ich denn hier jetzt gerade, ey, aktuell? Hast du das Knicklicht eingesteckt? Nö. Damit du ein bisschen was siehst, weil mit deinem Dots-Projektor wirst du wahrscheinlich... Was ist das denn? Hey, das ist neu. Das ist ein Stift. Cool. Stift? Ja, du hältst bei mir so einen Stift als Dots-Projektor. Also ich würde jetzt glatt behaupten, dass der Geist oben sein wird, weil ich oben was gehört habe. Oh, ich bin ja schon ein bisschen nervös, ne? Ich habe auch Angst reinzugehen. Vielleicht mit dem Knicklicht nach Fingerabdrücken suchen. Wäre halt eine Möglichkeit. Ich mich denn nochmal hin, ey? Hinhocken? Ja. Mit C. Ah. In der Garage ist auf jeden Fall nicht. Wir haben hier 15 Grad drin. Ja. Oh mein Gott. Ich sterbe sowieso. 100%. Der Geist ist auch nicht auf Toilette. Hast du geguckt, wie der Geist heißt oder was wir machen müssen? Nee. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Da war doch noch was. Es ist ein Kind. Und oben, wie ich gesagt habe. Ja, viel Spaß. Hier ist eine Tür offen. Und Gefriertemperaturen. Okay, warte, ich komme erstmal runter. Ich möchte das in Sicherheit eintragen. Also Gefriertemperaturen? Ja, wie holen wir nochmal unser Inventar raus? Also unser Buch. Was? J. Was war noch? Nur Gefrier? Bis jetzt nur die Gefriertemperaturen. Ja, das grenzt das Ganze schon ein. Also wir haben den Fall ja quasi gelöst, ne? Ich bring mal das Thermometer weg und hol mal direkt was anderes, was ich da reinpacken kann. Hast du eine Kamera? Nee. Ich habe keine vernünftige Taschenlampe, dann werde ich wohl keine Kamera haben. Okay, ich habe eine Videokamera. Schön. Und das Geisterbuch, das können wir dann auch aufschreiben. Oh, geil! Die hat nicht mehr diesen dämlichen Infrarot-Schwarz-Weiß-Modus, sondern du hast jetzt hier so einen grünen Bildschirm. Wer? Bei der Kamera, das finde ich ja cool. Also so richtig Night Vision. Hallo, kleiner Geist, bei dem ich nicht geguckt habe. Wie platziere ich nochmal? Oh, das steht ein bisschen ungünstig. Okay. Schreib bitte ins Buch. Weg, wieder weglaufen. Ja, ich hänge am Geländer, hilf mir, Jasmin! Ist da einer gewesen? Nur Geister, also Gefriertemperaturen. Aber ich habe irgendwie Panik gekriegt. Ich wollte gerade nach Büchern im Briefkasten gucken. So. Falsches Spiel. Ah ja, wir müssen ja nach Orbs gucken. Ach so. Orbs und dein Dots-Projektor wäre nicht schlecht, wenn du den oben in den Raum bringen würdest. Ich nicht. Wenn du so gütig wärst. Du hast auch die Geisterbox, ne? Ja.
Meinst du, wir beide können da einmal hochgehen? Ich komme nie wieder raus. Ist doch egal, ist erste Runde, wir müssen erstmal warm werden. Mhm. Los, ich nehme das Knicklicht noch mit. Was ist das hier? Was ist das da? IMF? Doch, ja. Nee. Ah. Doch. Was? Wollen wir tauschen? Geistfield-Meter-Modell. Da ist voll Aktivität für alle Leute da. Doch, das müsste der IMF-Reader sein. Alter, ist das ein klobiges Ding. Geil. Aber den finde ich cool. Alter, der geht aber gerade richtig ab da drin, ne? Wieso? Ach ja, wir haben hier die Anzeigetafel auch noch. Hammer. Kann man irgendwas sehen auf der Kamera? Nee, ne? Reagiert auf Einzelpersonen. Ja, genau, das könnten wir auch mal lesen. Anthony. Oh, ein Junge. Anthony Mills. Mills. Okay, reagiert auf Einzelpersonen. Ja, dann lass doch zusammen reingehen. Dann können wir zumindest wegen Fingerabdrücke gucken und deinen Dots-Projektor hinlegen. Das würde ich schon mal gut finden. Das Knicklicht hast du? Ja, okay. Aber ich sehe nichts. Warte, ich mach mal Taschenlampe an. Boah, ja, ich sehe gar nichts. Ja, ja, warte. Besser? Hä? Oh, das ist für um die Ecke. So. So, bis jetzt hat er nicht ins Buch geschrieben. Oh, Gefriertemperatur haben wir hier. IMF hatte ich eben einen kleinen Ausschlag auf 3. 2, 3. Kannst du... Das quietscht. Ja, komm doch mal her. Was quietscht hier? Du musst hier in den Raum rein. Kannst du hier deinen Dots-Projektor irgendwie platzieren und... Keine Ahnung, wie macht man das? Mit F? Ah, da. Ja, ist auch Richtung Kamera. Und dein Knicklicht mal hier an den Fensterscheiben, ob wir vielleicht Fingerabdrücke haben. Oder an eine Tür. Ja, wenn du dahin leuchtest, ist wohl sehr unschlau. Fingerabdruck. Hä, wo denn? Da. In der Mitte der Tür. Ach, da. Okay. Geisterbox kannst du mit G auch reinschmeißen. So, dann können wir noch mal gucken, ob der Dots-Projektor was anzeigt. So, boah, raus da, Fingerabdrücke. Ultraviolett. Achso, ja, Finger. Also wir haben Dämon, Hantu, Jin oder Mimic. Dämon... Da wäre es das Geisterbuch, hat aber noch nicht reingeschrieben. Mimic. Können wir ja auch nicht sehen, ob der reinschreibt, weil das Buch ja nicht so liegt. Ja, alles gut. Da hätten wir die Geisterbox beim Mimic. Dann haben wir noch den Handu zur Auswahl. Da wäre es Geisterorbs, habe ich bis jetzt nicht gesehen. Oder... Was war das letzte? Gin. Ein Erfrischungsgetränk hätte IMF Level 5. Aber wir gucken erstmal die Orbs an. Nee, Dots ist ja raus, ne? Orbs haben wir nicht. Wir haben ja jetzt nur zur Auswahl den IMF-Reader, dafür müssten wir reingehen. Die Geisterbox, dafür müssten wir reingehen. Das Buch, da müssten wir reingehen. Oder, was war das letzte? Nee, der war das Buch. IMF. Geisterbox oder Orbs. So, Orbs sind raus. Mhm. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der da wirklich im Raum ist. Ich glaube, der ist mehr auf dem Flur. Ich hatte Gefriertemperaturen und er hat die Tür bewegt und da drin ist auch im Flur. Da ist ja auch eine Tasse geflogen. Ja, ich habe auch im Flur Gefriertemperatur gehabt und ein Lachen. Ja, das hast du im Zimmer, das hörst du ja weiter. Okay, keine Orbs. Also Buch oder, Hä? Buch, aber IMF, wir haben doch den oder? IMF.
Ist doch abgehakt hier. Ja, aber der war nicht auf 5. Das wäre ja Vollausschlag. Voll der Ausschlag, Jasmin. Ich habe nur so ein bisschen Ausschlag. Ich habe keinen richtigen Ausschlag. Bist du schon wieder drinne? Ja, ich bin oben. Ziemlich inaktiv. Verarscht mich nicht. Ich schon gesehen. Ja gut, komm. Wir sind Entdecker. Jasmin, warst du das? Oh, hör auf. Jasmin, hör auf. Lass das. Komm bitte mit rein. Ich war gerade in deinem Hirn. Da ist wie in echt nichts. Gerne eine Leere. Mann, jetzt lass das endlich, wenn der kommt. Bist du doof? Jetzt komm mit rein. Ich hab gar nichts mehr hier. Ja. Ah, doch, das Knicklicht. Wow. Ja, jeez. Komm. Ja, ich sterbe sowieso. Ja, ist die erste Runde. Ist egal. Ja, dann geh doch alleine rein. Nein. So egal ist das nicht. Jo, also das Buch hat er immer noch nicht geschrieben. Was liegt denn hier rum? Wie bist du gestorben? Was ist das? Was ist was? Hier auf dem Flur, was liegt denn hier? Ist mir vollkommen egal. Hier ist, also... Ich habe hier Angst in den Raum alleine. Mach mal Licht an. Wie alt bist du? Okay, jetzt kommt er gleich. Ich sehe nämlich gar nichts. Kleinen Moment, ich mache Licht wieder an. Ja, das bringt mir nichts, bin ich gleich tot. Ja. Er reagiert auf Einzelpersonen und ich stehe hier gerade alleine. Lach nicht. Dein Optimismus ist in allen Ehren zu halten. Ja, ich hab's im Gefühl. Ich hab's im Urin. Die Temperatur. Bist du denn oben? Ja, ich stand doch da gerade neben dir. Ich hab dich nicht gesehen. Ich nehme schon du kannst Licht wieder anmachen. Hab ich doch. Achso. So, kleiner Anthony. Ich sehe hier gar nichts ohne Taschenlampe. Kannst du mit mir reden? Hier liegt eine Hand. Ah ja, die Knochenbeweise. Er liegt hier. Ich würde mal die Kamera vielleicht umplatzieren. Warte mal, jetzt muss ich erstmal so. Boah. Kannst du mit mir reden? Wie bist du gestorben? Oh, es regnet. Regnet schon die ganze Zeit. Okay. Also reden tut er, glaube ich, nicht. Wenn es der Mimik ist, redet der immer kurz vor Exitus. Also ich habe hier durchgehend Gefriertemperatur, aber der EMF-Reader, der ist sehr still. Bist du noch hier oben? Ja. Sehe halt nicht viel, ne? Ach, siehst du, die Schubladen gingen ja auch auf. Oh mein Gott, ist das lange her. Was sind da? Ach, das sind die. Oh. Was ist das? Weiß ich nicht. Oh, ich sehe nichts. Du haust jetzt nicht ab, nein, oder? Nein, 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 ich bin hier. Ein Radio ist das, aber ich wollte hier links gucken, aber ich komme hier. Ich sehe nichts. IMF 5. Wir können runter. Ja, ist doch nicht 6, oder? Es geht nur bis 5. Okay. IMF 5, Beweise. IMF-Reader, wir haben also den Djinn. Djinn. Ey, voll geil. Ersten Geist ermittelt und nicht gestorben. In der ersten Runde. Schade. Ja, geh noch mal rein. haben wir noch irgendwas, was wir hier... Ein Foto vielleicht vom Geist? Wir haben gar keinen Fotoapparat, ne? Aber immer noch nicht, Patrick. Aber war der nicht Standard von der Ausrüstung? Hä? Hat man nicht eine Kamera? Ah. Ja, aber die bringt dir ja nichts. Nö, ich will trotzdem nur gucken. Ah, okay. Mann. Ja, ich habe eingetragen. Ja, eingetragen habe ich auch.
Aufgaben. Finde Geistertypen heraus. Ja, erreichte. Oh, erreiche 0% geistige Gesundheit. Geht das denn? Antwort auf dem Reacher-Brett. Hast du einen verfluchten Gegenstand gefunden? Ja, Patrick, mit meinem Licht, wo ich immer noch nichts sehen konnte, habe ich alles gefunden. Sarkasmus? Mhm. Okay, ich war mir nicht sicher. Aber du hast die Hand gefunden. Hast du die mitgenommen? Nö. Es gibt Geld. Na und? Jasmin, jetzt unser, nicht mehr. Unser Unternehmen steht kurz vor dem Bankrott. Wir brauchen das Geld. Mhm. Wir müssen wieder rein. Geh doch. Okay, wir fahren los. Mhm. Oh, mal gucken. Da haben wir zumindest schon mal Anthony Mills herausgefunden. Wir müssen unbedingt herausfinden, wie wir hier unser Inventar wieder auffüllen. Ja. Jetzt kommt's, war der Mimik. Wir haben den richtigen Geistertypen herausgefunden. Wir waren kein Zeuge eines Geister-Events. Wir sind denen nicht während der Jagd entkommen. Bla bla bla. Insgesamt 450 Money. Und neues Level, wir haben den Fotoapparat. Oh, Polaroid-Kamera, richtig geil. Oh. Bin mal gespannt, wie die funktioniert. Ob du denn auch so die Bilder im Polaroid hast? Alles klar, das war auf jeden Fall unsere erste Folge Phasmophobia. Also nicht ganz die erste, aber die erste seit langem. Ich hoffe, die Abwechslung hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.